hier wird Hip-Hop gefeiert. Wir haben hier nicht nur Rap, bei uns rappen die Leute nicht nur, sondern hier geht es um Graffiti, hier geht es um Beatbox, hier geht es um Breakdance. Wir haben wirklich vor, alle fünf Elemente des Hip-Hops hier zu vereinen und das an einem Tag innerhalb von 16 Stunden. Hip-Hop ist nicht nur eine Szene, sondern es ist eine ganze Bewegung, es ist eine Kultur und genau das wird ja häufig unter den Tisch gekehrt, beziehungsweise da fehlt ein Stück weit die Perspektive einfach. Also ich meine, Hip-Hop ist so kreativ, ja? Egal ob es Tänzer sind, ob es Musiker sind, ob es Beatboxer sind und ob es Graffiti-Künstler sind. Ja? Das ist alles Kunst und das ist alles kulturell wertvoll und die Akzeptanz fehlt immer noch. Ein schlechtes Bild oder Rap hat ein schlechtes Bild, weil die größeren Medien einfach zeigen, dass es irgendwelche Typen sind, die nackte Chicks neben sich haben und es geht halt die ganze Zeit nur um Sex, Alkohol, Drugs und Drama, und, Drama. Ja, genau. Und Gangster. Deshalb ist es halt. Aber Hip-Hop verkauft sich halt besser. Ja, aber Hip-Hop ist nicht in Wirklichkeit so, sondern Hip-Hop ist eine Subkultur, eine Jugendkultur, die schon mehr als 20 Jahre existiert. Also diese wenige Akzeptanz kann man mal allgemein auf die Gesellschaft beziehen. Beziehungsweise alle, die sich mit dieser Kultur nicht auseinandersetzen. Das ist halt wirklich ein Thema, was mich wahnsinnig nervt. Und wo wir halt auch immer sagen, ey, Leute, kommt doch mal zu uns vorbei. Schaut es euch mal an, gebt euch mal einen ganzen Tag hier und mal sehen, was ihr dann denkt. Und ich glaube, wir sind inzwischen schon in vielen Köpfen, haben wir gewisse Klischees schon durchbrochen. Ja, jetzt sind wir im sechsten Jahr, wir haben uns bis jetzt durchgekämpft. Und ich glaube, jetzt langsam kommen wir auch endlich an den Punkt, wo Leute sich wirklich damit auseinandersetzen, worum es hier eigentlich geht. Hip-Hop ist für die Jugendkultur so wichtig, weil es eben immer noch eine Untergrundkultur ist und weil für viele Leute das auch so ein bisschen was mit Rebellion zu tun hat, mit Andersartigkeit. Es ist eben nicht Schlager oder Popmusik, womit sich vielleicht auch die Eltern noch mehr identifizieren können. Ich glaube, viele Jugendliche mögen einfach Rap und Hip-Hop, weil sie da so ein bisschen sich auflehnen können gegen die Eltern, gegen die Lehrer, gegen das, was sie nervt. Hip-Hop hat mir Halt gegeben, als ich klein war. So immer, wenn ich einen Rap-Track gehört habe, habe ich mich gut danach gefühlt. Und es hat einfach meine Welt sehr gut beschrieben und deshalb habe ich das am meisten gefeiert, die Musikrichtung. Wir merken auch, dass sehr viele junge Menschen kommen und teilweise hier auch ihren ersten Berührungspunkt mit dieser Kultur überhaupt haben. Sie bringen teilweise ihre Eltern mit und sagen, ey, das ist das, was mir gefällt, das ist das, was mir Spaß macht, guck dir das mal an, Papa, Mama, das ist toll. Und die kriegen hier einen ersten Eindruck und können dann vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen, was ihre Kinder motiviert so, und warum diese Szene so faszinierend für sie ist oder diese Kultur. Junge Menschen brauchen ein gesundes Selbstbewusstsein, um den Alltag zu meistern, um durchs Leben zu kommen. Und Hip-Hop kann dieses Stück wiedergeben. Und das kann so befreiend und so motivierend sein, dass den Menschen Flügel wachsen, den jungen Kids, und die halt einfach an sich glauben und einfach machen, Sachen umsetzen und ich glaube wirklich befreiter durchs Leben gehen. Mach mal ein bisschen Lärm bitte hier. Wir dürfen nicht zu laut sein. Mein Gott.